Hallo, ihr bei Deutschlandwetter zu noch einer Wettervorhersage am heutigen, Freitagabend. In diesem Video schauen wir mal auf den kommenden Sonntag. Dort sind nämlich schwere Unwetter möglich, vor allem die in der Westhälfte. Dort besteht doch eine sehr, sehr, sehr hohe Unwettergefahr. Schauen wir mal auf das Wetter wirklich jetzt mal drauf nach dem GFS-Modell. Und da würden dann am Sonntagnachmittag vom Westen schwere Gewitter aufziehen. Mehrere Modelle berechnen auch einen größeren Gewittercluster, der dann aus Benelux auf Deutschland übergreifen würde und teilweise mit heftigen Unwettern dabei sein können. Und dann kann es doch ziemlich heftig zur Sache gehen. Das liegt vor allem an der Schwüle. Schauen wir auf die Taupunkte. Und da sehen wir doch in NRW und Niedersachsen recht hohe Taupunkte von knapp 20 Grad. Und ab so 18, 19 Grad wird es doch sehr, sehr schwül werden. Und das werden wir halt am Sonntag bekommen mit einer sehr hohen Schwüle. Schauen wir uns jetzt die Cape-Werte nach zwei Modellen an. Einmal nach dem GFS-Modell und einmal nach dem Icon-Modell. GFS-Modell zum Start für 14 Uhr nachmittags. Und dann hätten wir einmal im Nordwesten, Westen und Südwesten Cape-Werte zwischen 500 und 1500 Kilojoule. Aber viele Modelle berechnen auch noch deutlich höhere Cape-Werte der Nordwesthälfte. Schauen wir nach dem Icon-Modell. Hier habe ich jetzt auch ein paar Symbole eingezeichnet und das berechnet doch die plausibelsten Cape-Werte, vor allem im Nordwesten, Westen und bis in den Südwesten. Cape-Werte zwischen 500 und 2500 Kilojoule, die dann möglich sind. Und hier, wo ich die Ausrufezeichen hingetackert habe, dort gibt es halt diese heftigen Gewitter und dort, wo diese Pfeile sind, dort breiten sich da diese Cape-Werte und diese schweren Gewitter aus. Dazu kommt auch noch eine recht hohe Windscherung. Vor allem am Nachmittag und Abend haben wir die höchste Windscherung. Einmal von Niedersachsen über NRW bis nach Rheinland-Pfalz. Hier können sich die Gewitter auch örtlich mal deutlich besser organisieren. Also es ist auch wieder ordentlich Windscherung mit im Spiel. Dort überlappen sich dann die verschiedenen Kombinationen. Schauen wir jetzt mal darauf noch ein bisschen genauer. Und nach dem GFS-Modell, wie gesagt, wird ein Gewittercluster auch in NRW berechnet. Der bringt innerhalb von 3 Stunden teilweise 40 Liter Regen, die dann pro Quadratmeter vom Himmel kommen können. Und das Ganze würde sich dann im Laufe des Abends und der Nacht weiter Richtung Nordosten verlagern. Und dazu wird es auch noch tierisch heiß werden mit Temperaturen. Oder sind die Maximaltemperaturen, die das GFS-Modell berechnet. Und dann hätten wir Temperaturen zwischen 30 und 38, 39 Grad. Die 39 Grad würden wir am ehesten so Richtung Oberrhein knacken, aber verbreitet in Deutschland, ausgenommen von Nord- und Ostseeküste, würden wir Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad erreichen. Schauen wir jetzt mal auf die Niederschlagsmengen bis Montagmorgen um 2 Uhr oder eher gesagt die Nacht von Sonntag auf Montag 2 Uhr. Und dann würden wir einmal in NRW bis nach Niedersachsen die größten Niederschlagsmengen haben, verbreitet durch diesen Gewittercluster. Das ist jetzt noch ein sehr, sehr grobes Modell, aber verbreitet würden wir dann 10 bis 40 Liter pro Quadratmeter bekommen und dann würde es doch ziemlich, ziemlich nass werden. Dort wären dann auch örtlich Überflutungen möglich durch diesen heftigen Starkregen. Das war es dann schon wieder in diesem Update. Wir sehen uns im nächsten Update-Video, denke ich mal, morgen früh wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.